Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolt-Bremsscheiben und Beläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsscheiben und Beläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsscheiben herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlocks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Nimm mit Hilfe eines ziemlich schmalen Schraubenziehers die beiden Verschlusskappen von den Schrauben an der Gewindestange ab. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 7 mm Inbusseinsatz die beiden Schrauben von der Gewindestange. Hebe mit einem flachen Schraubenzieher die Haltefeder der Bremsbeläge an und ziehe sie heraus. Lasse während des Vorgangs immer einen Finger auf der Feder, damit sie nicht wegspringt. Nimm den Bremssattel ab. Du kannst dann die Bremsbeläge entfernen. Du kannst nun den Bremssattel auf eine der Windungen der Tragfeder legen. Um die Bremsscheibe zu lösen, schiebe einen genügend dünnen Flachschraubenzieher zwischen die beiden Seiten der Bremsscheibe. Er muss vor der Halterung angesetzt werden, damit er gegen diese stößt. Löse die beiden Halteschrauben an den Bremsscheiben mit einem Steckschlüssel und einem 30er Torx-Einsatz. Entferne dann den Schraubenzieher wieder. Reinige mit einer Metallbürste die Enden der Halterung dort, wo die Bremsbeläge gleiten. Löse die beiden Halteschrauben mit einem Steckschlüssel und einem weiblichen E16 Torx-Einsatz von der Halterung des Bremssattels. Je nach Zustand der Schrauben musst du einen Hammer verwenden, um sie zu lösen. Entferne den Bremsträger. Entferne die Fixierungsschrauben vollständig, um die Bremsscheibe herauszunehmen. Manchmal ist die Bremsscheibe an der Radnarbe blockiert. Verwende in diesem Fall einen Hammer, um sie herauszunehmen. Die Radnarbe muss mit einer Metallbürste gereinigt werden. Schmiere sie dann mit Kupferfett ein. Dies verhindert Beeinträchtigungen durch Oxidierung und erleichtert zukünftige Vorgänge. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neue Bremsscheibe zur Hand. Bevor du die neue Bremsscheibe einbaust, musst du sie mit Bremsenreiniger und Haushaltspapier säubern, um Paraffinablagerungen zu entfernen. Falls die Bremsscheibe beschichtet ist, kannst du sie direkt auf die Radnarbe legen. Platziere die neue Bremsscheibe und schraube die beiden Fixierungsschrauben von Hand so fest wie möglich an. Baue die Halterung wieder ein
und schraube sie zunächst auch von Hand an. Und schließlich mit einem Steckschlüssel und einem E16 Torx-Einsatz, um sie zu blockieren. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Verwende wieder die Schraubenziehertechnik, um zu verhindern, dass sich die Bremsscheibe dreht. So kannst du die Fixierungsschrauben vollständig anziehen. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Bringe den äußeren Bremsbelag an seinen Platz an und setze den Bremsbelag auf der Seite des Kolbens in die Halterung. Jetzt den Bremssattel wieder an seinen Platz an und versichere dich, dass sich die Schrauben der Gewindestange vor den Schraubenlöchern befinden. Drücke sie ein und schraube sie zuerst von Hand wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Bringe die Haltefeder der Bremsbeläge wieder an. Versichere dich, dass die Feder richtig in den Öffnungen angebracht ist. Bringe die Verschlusskappen wieder an der Gewindestange an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.